finde auch, HR hinkt da immer irgendwie so ein bisschen hinterher. Das sind die Letzten diesmal. Ja. Schnallen. Hi, ich bin Annika, ich bin Mitgründerin von Empion aus Berlin und was wir tun ist, wir automatisieren Headhunting mit einer künstlichen Intelligenz und ich bin ganz gespannt jetzt auf die Diskussion und aufs Kennenlernen. Ja, Annika, freut mich, dich so in dem Setting kennenzulernen. Wir wurden da jetzt irgendwie so zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, was mich erwartet, wer du bist. Das werden wir, glaube ich, gleich herausfinden. Mein Name ist Tobias, a.k.a. Karriereguru. Ich bin auf Social Media unterwegs. Aber vielleicht finden wir da ja heute noch mehr raus. Ich freue mich in jedem Fall auch mehr über automatisiertes Headhunting zu erfahren. Ja, es wird spannend. Du darfst beginnen. Was sollte heutzutage nicht mehr in den Lehrplänen fehlen? Also natürlich, ich bin ja total KI-obsessed, deswegen ist natürlich ganz wichtig, eine grundlegende Bildung aus meiner Sicht da auf den Lehrplan zu bringen. Allerdings würde ich sagen, ich glaube inzwischen, man hat es ja ganz gut auf der technologischen Seite implementiert, aber ich glaube insbesondere im Wertegerüst, ne? Also wie gehe ich mit künstlicher Intelligenz um? Und da auch vielleicht diese zugrunde liegende Frage sich zu stellen, wie muss ich Technologie eigentlich jetzt in der heutigen Zeit wahrnehmen? Weil ich glaube, in so einer früheren Tech-Zeit hatte man ja immer so das Thema, man wusste, worauf man sich verlassen kann. Und heute muss man ja Technologien eher als eine Sache wahrnehmen, die eher so reagiert, wie ein Mensch reagieren würde. Ja, man muss Sachen hinterfragen, man muss das, was künstliche Intelligenz generiert, hinterfragen, als würde es dir ein Mensch erzählen, als würde ich dir jetzt irgendwas erzählen. Und ich glaube schon, dass dieser verantwortungsbewusste Umgang, auch das Wertegerüst dahinter eine Sache ist, die durchaus berücksichtigt werden muss auf Lehrplänen. So meine Meinung. Ich weiß nicht, was du sagst. Ja, ich finde es total interessant, weil du siehst es voll durch die Technologiebrille. Ja. Ich finde das Stichwort Wertegerüst total wichtig. Ich glaube, wir haben in unserer Schulzeit, ich weiß nicht, wie alt bist du? 29. Okay, ich bin ein bisschen älter. Aber ich unterstelle dir jetzt mal, du hast auch nie in der Schule gelernt, dir irgendwie die richtigen Fragen zu stellen. Das war immer nur, hier gibt es irgendwie eine Lösung und einen Weg, wie du hinkommst. Ja. Also du würdest eigentlich jeglicher Kreativität beraubt. Mhm. Ich glaube, dass wir zwingend wieder da in irgendeiner Art und Weise zurückkehren müssen. Also unsere Schüler und Schülerinnen zu befähigen, ihnen auch irgendwie die richtigen Fragen an die Hand zu geben und ein Wertegerüst zu entwickeln. Also wer bin ich selbst? Die gefährlichste Frage überhaupt, das finde ich immer, was willst du später mal werden? Ja. Wie soll ich das denn herausfinden, wenn ich nicht mal weiß, wer ich bin? Und so diese interpersonellen Kompetenzen, die unglaublich auf der Strecke bleiben in der Schule. Aber dein Punkt, ja, ich komme nicht so aus der Technologie-Ecke, ist sicherlich nachvollziehbar, ist ein brisantes Thema. Aber es passt ja letzten Endes ganz gut zusammen, ne? Weil was du sagst, ist ja auch hinterfragen, sich selbst hinterfragen, letzten Endes sich zu fragen, wo will ich hin, wo will ich mit meiner persönlichen Entwicklung hin, harmoniert ja letzten Endes sehr gut damit, auch Technologien und künstliche Intelligenz zu hinterfragen. Und ich glaube, das sind gar keine Themen, die sich zwangsläufig ausschließen, also insofern. Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge, finde ich gut. Jetzt schauen wir mal, was mich hier erwartet mit meiner Frage. Worüber hast du dir mal im Nachhinein betrachtet viel zu viele Sorgen gemacht, weil dann doch alles gut wurde? Um Gottes Willen, wer hat sich denn diese Frage ausgedacht? Tatsächlich gibt es eine, also ich liebe ja gute Fragen. Also seit ich 18 bin, habe ich immer, wenn ich irgendwie so eine mächtige Frage entdeckt habe, so mein Schweizer Taschenmesser gepackt. Es gibt eine Frage, die sehr ähnlich ist, die ich mir tatsächlich immer dann stelle, bevor es zu so einer Situation kommt. Weil ich bin davon überzeugt, dass Reue im Leben wahrscheinlich so das schlimmste Gefühl überhaupt ist, weil du die Zeit nicht zurückdrehen kannst. Das heißt, ich stelle mir nicht diese Frage oder beziehungsweise bereue tatsächlich bisher noch gar nichts, sondern immer dann, wenn ich mich entscheiden muss, denke ich mir, würde ich es später mal auch bereuen, es nicht getan zu haben. Und das hilft mir dann eigentlich immer, wenn ich so ein Gedankenexperiment mache, schon vorausschauend eigentlich alles richtig zu machen, sodass ich mich gut fühle. Wie ist es bei dir? Hast du schon irgendwas, wo du sagst, boah Mist, das hätte ich vielleicht doch mal anders gemacht? Ja, also witzigerweise, ich habe das hin und wieder, dass ich, wenn ich etwas entscheide oder mich in einem bestimmten Moment irgendwie verhalte, dass ich dann
im Nachhinein oder ein, zwei Tage später so denke, ey, das hätte ich anders machen sollen. Das passiert mir total oft. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Selbstvertrauensthema, weil du hast dich ja in einem bestimmten Moment unter allen Rahmenbedingungen irgendwie entschieden. Also das heißt, du hast dich nach bestem Wissen und Gewissen für eine Sache und für eine Entscheidung entschlossen. Und das ist tatsächlich ein Thema, deswegen, ich finde die Frage eigentlich ziemlich cool, dass man eigentlich das Selbstvertrauen in sich selbst haben sollte, unter den gewissen Umständen, die man eben zu einem Zeitpunkt hatte, richtig entschieden zu haben. Und deshalb, aber ja, also es gab sicher mal Sachen, wo ich im Nachhinein denke, oh, die hätten ein bisschen besser laufen können. Ja, zum Beispiel, willst du auspacken? Aber ich weiß es nicht, ich hatte einmal irgendwo ein Interview gegeben, das gibt es auch noch online, und da habe ich so eine saublöde Antwort gegeben. Und ich habe im Nachhinein so gedacht, wie konnte ich denn so eine schlechte Antwort geben? Ich muss auch nicht unbedingt die Antwort wiederholen, damit sie nicht mehr da ist. Das steht dann da und du fragst dich wirklich, wie konnte ich das denn sagen? Also das ist so ein Quatsch und hat weder zum damaligen noch zum heutigen Zeitpunkt meiner Meinung entsprochen. Und da habe ich auch gedacht, so Mensch, also, na, aber vielleicht muss man auch so auf sowas lernen, dass es nicht mehr passiert. Ja, aber schau mal her, ich meine, auch so eine Situation zeigt auch am Ende des Tages, die Welt geht nicht unter. Nee, ist sie nicht. Und somit wirst du wahrscheinlich vor jede neue Herausforderung vielleicht auch ein bisschen gelassener rangehen, weil du halt weißt, mein Gott, selbst wenn ich es verkacke, also, ich komme nach Hause, mir geht's gut und schau, du sitzt ja trotzdem noch heute hier. Ja, so. Stimmt, da bin ich. Alles easy. Ja, das ist wahr. Was haben wir denn da noch? Welche soll ich nehmen? Links oder rechts? Links. Die? Okay. Kommt auf die Seite. Alles klar. Soll ich mal starten? Ja, okay, gerne. Ich stelle dir aber jetzt die Frage, ne? Und wir beantworten sie dann einfach hier gemeinsam. Steht Annika drauf. Vielleicht haben wir es auch umgekehrt gemacht. Ah, okay, egal. Wir improvisieren jetzt. Was sind eurer Meinung nach Red Flags bei ArbeitgeberInnen? Also, wenn ich jetzt jemanden in meinem Unternehmen oder in unserem Unternehmen einstelle? Zum Beispiel, ja. Beziehungsweise vielleicht auch generell gesprochen, ja. So im Hinblick auf, was machen denn, oder was, ja, aus so, Bewerbersicht vielleicht eher. So, was ist vielleicht auch aus Bewerbersicht irgendwie so eine Red Flag? Ach so, bei Unternehmen, ja, sorry. Ja. Ich habe verstanden, bei Arbeit, bei Bewerbern. Also ich glaube grundsätzlich, was ich furchtbar finde im Bewerbungsprozess, wenn sich Unternehmen unzuverlässig verhalten. Was wir versuchen auch als Arbeitgeber zu machen, wirklich wahnsinnig schnell zu antworten. Also wir sind sehr, sehr responsive. Innerhalb von, ich würde sagen, 1 bis 2 Stunden bekommen Bewerber normalerweise eine Rückmeldung und werden dann auch sehr, sehr transparent durch den Bewerbungsprozess begleitet. Also wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Prozess über 4 Stufen, aber zu jedem Zeitpunkt ist jedem Bewerber bewusst, woran er ist. Und er bekommt super, super schnell die Rückmeldung, sobald er, ja, nein, in welche Richtung es geht. Ist das bei euch auch automatisiert? Also wie so eine Amazon-Bestellung, wo ich weiß, keine Ahnung, das Paket geht jetzt gerade aus dem Lager raus und... Oder sitzt da jemand, der dann jedes Mal irgendwie was schreibt? Also wir sollten mal mehr automatisieren. Man muss aber dazu sagen, also wir sind jetzt auch erst 1,5 Jahre alt, wir sind 20 Personen. Also wir sind sozusagen auch noch eine Größe, wo wir noch nicht alles perfekt automatisiert haben. Auch noch viel chaotisch ist. Aber nichtsdestotrotz, also wir versuchen das so persönlich wie möglich aktuell noch zu machen. Und das funktioniert bisher ganz gut. Also tatsächlich, wir kriegen viele Initiativbewerbungen und wir versuchen, jeden davon sehr, sehr schnell und transparent zu behandeln. Und ich glaube, umgekehrt, also die Frage war ja Red Flag, also jemanden zu ghosten. Passiert ja, inzwischen ist ja so ein Trend geworden, auch für Bewerber. Ja? Also muss man ja beide umgekehrt Seiten, sagen. Beide Seiten. Aber ich finde, als Unternehmen hast du doch die Verantwortung, die Leute ordentlich zu behandeln. Ja. Du musst sie mit Respekt behandeln. Du musst ja auch, erstmal, es ist ja auch eine Wahnsinns Wertschätzung. Also ich bin so glücklich, wenn mir jemand auf LinkedIn oder per Mail schreibt, ich möchte gern für dein Unternehmen arbeiten. Das macht mich so glücklich und allein, selbst wenn die Person da nicht passt, ist das doch eine Wahnsinnswertschätzung, die ich der Person auch zurückgeben muss. Und wenn man das nicht schafft, das finde ich sehr schade und das ist eine Red Flag für mich als Arbeitgeber. Okay, ja, also Reaktionszeit und Ghosten, ja, sagst du. Genau. Ja, voll. Ich habe unendlich viele Punkte, die mir dazu auch einfallen. Was ich halt irgendwie gar nicht cool finde, ist, wenn Arbeitgeber mit Benefits um sich schmeißen, aber so der wahre Kern der DNA eigentlich überhaupt nicht kommuniziert wird. Weißt du, so eine klassische Stellenanzeige. Wir sind mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, wir sind irgendwie die größten und geilsten, haben 20 Standorte, machen 10 Milliarden Umsatz. Willst du für uns arbeiten? Also so... Wenn das kommunikativ nur über Benefit-Bashing irgendwie versucht wird, den Bewerber irgendwie zu manipulieren, statt ihn zu inspirieren. Ja. Und dabei ist es eigentlich so einfach, wenn du halt versuchst, ein bisschen mehr so dieses Warum, dieses Why damit reinzupacken. Ich finde auch Stellenanzeigen per se sind für mich schon eine Red Flag. Warum stehen da nicht
die Führungskräfte selbst vor einem Video und sagen, ich suche dich. So in den USA wird das ja schon zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Die Leute wollen nicht für Tesla arbeiten, sondern für Elon Musk. Mhm. Da ist so dieses Thema, die Person in den Vordergrund stellen. Das fehlt mir einfach, weil diese Anonymität eines Arbeitgebers, hinter der man sich häufig so versteckt, die überfordert dann die Kandidaten auch. Die wissen nicht, was erwartet mich da, was sind das für Leute, passt das, ist es der Deckel auf meinen Topf und so. Also ich finde, da wird noch unnötig viel Barrieren hochgezogen, die man mal einreißen sollte. Es geht um die Menschen. Also ich stimme dir da teilweise zu, weil auf der einen Seite ist natürlich, also ist dieser Personenkult natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Also ich sehe das auch jetzt bei uns im Startup, es passiert wahnsinnig viel natürlich auch über die Persönlichkeit der Gründer und das ist natürlich ein großer Vorteil, den man auch nutzen kann, ist aber auf der anderen Seite auch ein Risiko, ne? Gerade wenn dann jemand wegfällt, wenn auch Personen zum Beispiel auf einmal, Beispiel, das du genannt hast, Tesla, ja auf einmal irgendwie auch politisch kritisch dastehen, ja, das hat dann natürlich dann direkten Impact auf die Performance der Firma, auf die Aktie der Firma, ja, und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko irgendwie verbunden. Aber wo ich dir 100% recht gebe, ist dieses ganze Thema Stellenanzeige, also Auflisten von Benefits, das ist so eine Wahnsinns Reizüberflutung für Kandidaten. Also auch wenn man auf klassischen Stellenportalen irgendwie nach einem normalen Job in Berlin sucht, also nach einem ganz, klassischen Job in Berlin, findest du 7000 Anzeigen ohne irgendein Gehalt von Informationen. Also grundsätzlich stimme ich dir wahnsinnig zu, dass Unternehmen sich authentisch mit einer ganz nahbaren Positionierung zeigen müssen. Ob das dann immer der zum Beispiel der Personenkult eines Gründers, eines Geschäftsführers oder so sein muss. Ich glaube, da ist immer das ein bisschen risikobehaftet, ja, aber grundsätzlich total, stimme ich dir total zu. Ja, um das gleich abzuschließen, das war vielleicht auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also, das sollte man niemals natürlich an einer Person festmachen. Ja. Es geht mir vielmehr darum, Stichwort so Conversational Storytelling, dass einfach die Mitarbeiter ihre Geschichten erzählen. Ja, und dann, das wirkt einfach ein Stück weit authentischer, als wenn man versucht, irgendwie über Benefits zu manipulieren. Ja, ja. Ich sehe das auch, ich hatte das jetzt auch witzigerweise in ein paar Gesprächen gesehen, dass dann einige Kunden irgendwie sagen, ja, wir versuchen jetzt Employer Branding zu machen, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben jetzt so ein High-Clamour-Video gedreht, ne? Also wir haben jetzt irgendwie uns versucht, wirklich besonders schön, besonders schick oder so darzustellen und am Ende ist es ja genau, was du sagst, ja, es ist irgendwie ein TikTok-Video, super authentisch und im Zweifel deutlich einfacher in der Produktion, aber es zeigt halt, wie jemand ist, ja? Yes, yes. Ja. Ja. Cool. Jetzt bin ich gespannt, was hast du zu bieten auf deiner Karte? Also unsere Kunden nutzen künstliche Intelligenz, um die perfekten Kandidaten zu finden. Ist in unserem Fall so, ja, also in unserem Unternehmen, in unserem Startup. Wie glaubt ihr oder wie glaubst du, dass sich künstliche Intelligenz in der Karriereberatung etablieren wird? Ja, da bist du die Expertin, ja, aber also wenn ich das jetzt persönlich beantworte, dann sicherlich in den Tactics, also im zweiten Schritt. Ich glaube tatsächlich, dass Karriere unglaublich viel mit Selbstreflexion zu tun hat und da kann sicherlich KI auch dabei helfen, deine Persönlichkeit zu bestimmen und dir die richtigen Fragen zu stellen, aber beantworten musst du sie dann doch selbst. Also so das tiefe Karrierefundament, das richtige Fundament zu treffen, das, glaube ich, muss bei sich selbst passieren und alles drumherum kann durch KI betreut werden. Ich merke halt, also mich erreichen täglich so im Schnitt ungefähr so 1500 Kommentare und so 200-300 DMs pro Tag. Und das ist so häufig rauszulesen, dass Leute die Orientierung nie richtig hinbekommen haben. Egal, ob sie jetzt 18 sind und gerade in den Beruf einsteigen oder 45 und merken, ich stecke seit 10 Jahren da in dem Beruf. Es geht wirklich darum, wer bin ich, was sind meine Glaubenssätze, Überzeugungen, meine Werte. Mhm. Und das kann ich nur mit mir selbst vereinbaren. Aber ich kann sicherlich irgendwie den Impuls bekommen und dann Karrierefahrpläne, whatever. Ja, das kann sicherlich unterstützend passieren. Glaubst du, fand ich jetzt spannend, was du gesagt hast, glaubst du, die Menschen sind mit der Menge an Möglichkeiten überfordert, die sie haben? Also wenn wir jetzt auch mal das Ratio sehen von Jobs zu Bewerber von vor 10 Jahren zu heute, ist ja eine wahnsinnige Multiplikation letzten Endes. Also glaubst du, die Menschen sind überfordert mit den Möglichkeiten? Ja, ja, sicherlich. Also ich finde es immer sehr gefährlich, wenn die ältere Generation sagt, Mensch, ihr habt doch alle Möglichkeiten, was entscheidest du dich nicht? Ja. Das ist viel schwieriger, dich aus Tausenden, das kennst du im Supermarkt, ja, du gehst rein, du hast 100 verschiedene Milchsorten.
Wenn da nur eine steht oder zwei, dann ist es halt deutlich leichter, sich zu entscheiden. Und dadurch entsteht immer dieser Fear of Missing Out. So, ne? Also treffe ich wirklich die richtige Entscheidung? Und ich finde es tatsächlich eher sehr gefährlich. Aber wie siehst du das ganze Thema? Wo unterstützt denn KI im Bereich der Karriereentwicklung, Beratung, Orientierung? Also gehe ich gleich drauf ein. Ich fand das jetzt nur so spannend, was du gesagt hast, weil tatsächlich, wir machen viele Publikationen auch zu den Themen, und tatsächlich bei einer haben wir genau dieses Ergebnis. Also 99% aller Bewerber wünschen sich individuelle Jobsuche, bedeutet aber auch nicht unlimited options, ja? Also bedeutet eben nicht aus einem Set aus irgendwie 10.000 Stellen irgendwas aussuchen, sondern ich möchte die am besten zu mir passen, und ich möchte aus der limitierten Auswahl möchte ich gerne aussuchen. Und das ist so eine Sache, die eben auch dazu führt, dass man sich besser entscheiden kann und dass man sich besser für den nächsten Job entscheiden kann. Vielleicht jetzt nochmal spezifisch auf die Frage. Erstmal, wir erfahren das total positiv aus dem HR-Markt. Also die Anwendung von KI schreckt sicher noch den einen oder anderen ab, aber gerade, das ist total witzig, gerade total viele konservative Firmen, ja, ich denke jetzt zum Beispiel an genossenschaftliche Unternehmen und so weiter, haben eine super hohe Adoption und eine super hohe, zumindest Willingness, künstliche Intelligenz einzusetzen. Und das ist erstmal total schön. Und darf ich dich einmal unterbrechen? Ja. Kannst du mir mal verraten, wie das genau bei euch abläuft, weil KI, das ist für mich so ein Buzzword, aber was bedeutet das denn konkret jetzt irgendwie so bei euch? Ne? Also, was wir machen, wir automatisieren Headhunting auf Basis von allen relevanten Eigenschaften, die an der Jobsuche relevant sind. Bedeutet Persönlichkeitsmerkmale, Unternehmenskultur ist eines der wichtigsten Elemente, aber auch natürlich Skills. Und wenn du dir ein klassisches Headhunting-Interview vorstellst, das hat mehr als 100 Millionen verschiedener Interaktionsmöglichkeiten, wenn du das mathematisch betrachtest, reduzieren wir das auf ein Minimum von so 8 bis 12 Fragen. Das heißt, wir ermöglichen ein ideales Matching zwischen Bewerbern und Unternehmen unter vollständiger Reduktion der Fragen, Individualisierung der Fragen und einer möglichst einfachen, aber doch individuellen Jobsuche, die dadurch dann durch Technologie für den Massenmarkt zugänglich wird, die sonst in der klassischen Executive Search natürlich nur für eine gehobene Einkommensklasse. Also schnelleres und zielgenaueres Matching. Genau, ja. Das sich allerdings, und das ist das Wichtige, vollständig an den Bedürfnissen der Bewerber orientiert. Die eben, die hast du es eben so schön aufgezählt, Werte, Persönlichkeitsmerkmale und so weiter. Und vielleicht auch, um das ein bisschen einzuordnen, also ich bin immer so ein bisschen betrübt darüber, dass eigentlich künstliche Intelligenz im HR-Markt noch so wenig Anwendung findet. Ja, also wir sind da im Vergleich zu anderen Industrien, Fintech, die haben schon Adoption Rates von über 50%. Wir sind hier wir liegen da deutlich unter 20. Das, ja, aber gut für dich, ja, du ebnest den Markt. Genau. Ich finde auch, HR hinkt da immer irgendwie so ein bisschen hinterher. Das sind die Letzten, die es mal schnallen. Und das ist so schade, weil ja letzten Endes, also der HR-Markt, der ist, der alles antreibt. Ne? Also die HR-Abteilungen sind am Ende die wichtigsten Abteilungen. Ja, und das ist so ein Wahnsinnspotenzial. Und auch da finde ich schade, jetzt gerade gibt es ja auch wieder die neuen Entscheidungen zu dem EU-AI-Act und so weiter. Ich glaube, wir müssen da mehr Mut haben, also viel, viel mehr Mut, weil wir sind da so am Anfang, weit weg von irgendwelchen bewusstseinsgesteuerten KI-Systemen. Wir müssen das nutzen, was wir haben, wenn denn das, was wir haben, bringt schon so wahnsinnige Effizienzen, und da müssen wir ein bisschen Mut zeigen, und ich glaube, da können wir uns total freuen. Ist halt wahrscheinlich, ja, ich bin auch immer dafür mutig, so, ne, First Mover, aber dadurch, dass HR halt so nah am Menschen ist, glaube ich, ist man da tatsächlich einfach vorsichtig, ne? Also gerade hier in Deutschland, so, ne? Also dass man sagt, oh, was, ich werde da jetzt irgendwie gefiltert und irgendwie gematcht und so weiter. Am Ende ist es immer eine Frage der Zeit, und bis man halt begriffen hat, dass die Vorteile überwiegen und dass es irgendwie günstiger, besser und schneller alles funktioniert. Dafür braucht man halt ein paar Proof of Concepts, ne? Finde ich cool, schaue ich mir mal an, was ihr da macht. Klingt cool. Ja. Aber auch da vielleicht, ich glaube, ich verstehe die Ängste und ich verstehe auch, warum sich gesorgt wird, aber auch darum, das wirklich einzuordnen, wenn man so 4 Levels von KI in Recruiting definiert, dann liegen wir noch ganz, ganz am Anfang, irgendwo zwischen Level 0 und 1, und da ist so viel Potenzial. Also ich glaube, da ist Mut der richtige Schritt. Ja. Ja, Annika, schön war's. Ich habe mehr über dich erfahren. Interessant, dass wir da doch irgendwie, ich dachte, ich hatte schon Angst, um Gottes Willen, ich werde jetzt hier mit jemandem zusammengewürfelt, der so eine komplett andere Meinung hat als ich, und wir fetzen uns jetzt hier gleich. Aber
Nee, mega. Es hat riesig Spaß gemacht. Auch danke dir für deine Meinung und ich hoffe bald wieder. Tom, let's go.